brauch's nicht, danke. Hilfe erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. So, bevor es weitergeht, gehen wir zurück nochmal nach Bisset. Denn hier gibt es noch eine Kleinigkeit für uns. Ja, was gibt's denn hier noch Schönes? Und zwar gibt es hier noch eine Ekstase-Technik für Walfaris. Ja, Walfaris hat auch schon eine Ekstase-Technik, aber es gibt hier eine zweite für ihn zu finden. Und lieber holt es jetzt als später. Glaubt mir, später ist es nicht mehr so leicht, die zu holen. Vertraut mir. Während meine Schwester bietet, schmesse ich den Laden hier. Ja, was verkaufst du denn Schönes? Potions brauche ich nicht. Phönixfeder kaufe ich mir mal eine und Antidot kaufe ich mir auch mal eins. Bis auf ein baldiges. Ach, da fällt mir ein. Gestern hat mein Kleiner etwas gefunden, was es wohl gewesen ist. Ihr Kleiner ist dieser komische Drecksköter, der mich die ganze Zeit angekläfft hat, den ich am liebsten irgendwie einen reingetreten hätte. Und der ist hier vorne. Und zwar in diesem Gebäude. Ja, oder Haus oder Zelt oder was das auch ist. Na, was hast du denn? Hat irgendwas im Maul. Etwas Vollgesabbertes erhalten. Yeah! Wir haben etwas Vollgesabbertes erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Walfaris hat die Ekstase-Technik Solaristrahl erlernt. Oh yeah. Solaristrahl ist cool. Ist richtig cool. Okay, nun haben wir alles erledigt, was es im Bisset zu erledigen gibt. Wir können also endlich weiter. Und Zufallskämpfe wird es jetzt en masse geben, aber ist ja egal, wir kennen es ja. Here comes one now. Hey, why don't you try out that sword I gave you? Ja, das ist jetzt eine Art Tutorial. Das Spiel zeigt mir sozusagen, wer für wen zuständig ist. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. A flyer, my kind of customer. Also sozusagen welcher Charakter welches Monster am besten verletzt, wie zum Beispiel Spike, die schnellen Monster am schnellsten am besten verletzt, und Walker, die fliegen. Ja, jeder Charakter ist eben auf eine andere Art effektiv einsetzbar. Das macht das Spiel eben auch so interessant. Wobei man dazu sagen muss, gleichzeitig gibt es bei dem Spiel wieder was zu bemängeln beim Charakteraufbau. Und zwar, dass rein theoretisch sind wiederum alle Gegner, alle Charaktere gleich stark sind. Würde ich auch sagen. Kein Problem, oder komm. Den hauen wir um. Die Elemente. Die Eigenschaften von Zauber und Monstern bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente. Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Spells of ice work well against fire beams. And ice beams are weak against fire magic. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed, just like fire and ice. This one here is a water fiend, which means... Das bedeutet, dass wir ihn am besten mit Blitz verletzen. So, Feuer, Blitz, Wasser, Eis. Die vier Elemente. Für die, die sich nicht merken können, dass Feuer auf Eis effektiv ist, also Feuer, und Blitz auf Wasser und Wasser auf Blitz. Für die, die sich nicht merken können, merkt es euch am besten so, immer der Zauber, der gegenüber liegt. Der schräg gegenüber liegt, soll heißen, schräg gegenüber von Feuer liegt der Eis. Das gleiche gilt für Wasser, schräg gegenüber Blitz. Der, wo schräg gegenüber liegt, der ist effektiv auf den anderen. So hab's ich mir am Anfang gemerkt, weil ich lang gebraucht habe, bis ich das gecheckt habe. Weil ich immer gemeint habe, hey, ein Feuerviech, das mache ich doch mal mit Wasser weg. Ja, so ging's mir die ganze Zeit. Man muss auch erstmal drauf kommen, dass man Feuer mit Eis besiegt.
Ich meine, Eis mit Feuer besiegen, das ergibt Sinn, aber Feuer mit Eis, na. Zeig mir deine Möpse, Lulu. Die Welt braucht mehr Möpse. Vor allem deine. Wunderbar, eine Sequenz. Währenddessen gönne ich mir einen köstlichen Schluck Tee. Take your time. Let's get going, man. We're gonna wait. Huh? Are you ready? What's going on? Ja, würde ich auch gerne mal wissen. Was ist denn jetzt schon wieder los? It's an ancient custom. People leaving the island pray here for a safe trip. Chapu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Hm, alle beten sie. Ich glaube, das schließen wir uns doch am besten mal an und beten einfach mit. Wir wissen ja mittlerweile, wie es geht. That should do it. Okay. Wunderbar, hier geht es jetzt weiter. Gut, den Stab für Yuna habe ich schon ausgerüstet, ja. Ist mir gerade entfallen. Wow. Ganz cool bleiben, Alter. Cool bleiben. Aua. Na warte. Krieg's auch zurück. Autsch. Jetzt hör mal auf, mich zu schlagen. Was habe ich dir denn getan? Hörst du auf? Aua. Autsch. Hörst du auf? Autsch. Du sollst aufhören. Das tut doch weh. That's enough. What's with that guy? Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Mm. But he has protected me since I was a child. Hmm. Ah ja. Ich weiß ja nicht, ob es das trotzdem rechtfertigt, dass er mich gleich so anpöbelt. Aber wir haben einen Metallschutz gefunden. Und der ist für Waka. Abwehr plus 5%. Hey, ist gut. Ja, ist super. Kann man, glaube ich, wirklich nicht meckern. Ist auf jeden Fall besser als nichts, hey. Ist doch super. Da kann man wirklich nichts sagen. So, der nächste Gegner. Na, was ist denn... What the fuck? Waka, ein Fliegender. A flyer. That's your department, right? True, true. But, why don't we let our summoner show us what she's made of?
Über das Auswechseln während des Kampfes können mit L1 Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, ohne dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Das ist geil an dem Spiel, sage ich euch. Ihr könnt einfach L1 drücken, wir rufen Yuna rein und da es keine zeitliche Verzögerung gibt, ist sie gleich wieder an der Reihe. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit dem Befehl Beschwören Bestie herbeirufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Bestie verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf 0 fallen, verschwinden sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht mehr verfügbar, in der Regel für ein paar Kämpfe. Die HP der Bestie werden an Speichersphäroiden geheilt. Hängt von der Bestie ab, aber in der Regel sind es so ja 5 bis 10 Kämpfe. Es gibt auch, je nachdem halt, ja. So, beschwören. Wir holen mal Walfaris. Mit der langen Animation, da wir sie zum ersten Mal sehen. Danach wird sie verkürzt. Also keine Angst, dass ich die kurze Version eingestellt habe. Alle Animationen, die wir noch nie gesehen haben, werden trotzdem das erste Mal in voller Länge angezeigt. So, Walfaris, er kann den normalen Angriff, die Schallschwinge und die Schwarzmagie, ganzen 4 Elementzauber. Interessant ist bei ihm Schallschwinge, Schaden plus Verlangsamung. Schaut mal rechts auf dieses Zeitfenster. Ich bin dran, dann der Gegner, dann wieder ich, dann der Gegner und so weiter. Mache ich jetzt Schallschwinge auf ihn, bin ich zweimal dran. Ich meine, hey, ist eine feine Sache. Es macht weniger Schaden als der normale Angriff, muss man dazu sagen. Aber hey, es ist eine feine Sache, wenn der Gegner immer wieder ein bisschen zurückgeschlagen wird in der Zeitleiste. Und mal kurz ausweichen, wunderbar. Noch ein Unterschied zwischen den Bestias und uns. Die Bestie bekommen für alles Ekstase dazu. Und zwar, wenn sie dem Gegner Schaden zufügen, steigt die Ekstaseleiste. Wenn sie vom Gegner Schaden erleiden, steigt ebenfalls die Ekstaseleiste. Das gleiche gilt allerdings auch, wenn sie ausweichen. Auch wenn sie ausweichen, steigt ihre Ekstase. Was es noch gibt, es gibt die drei speziellen Befehle. Zurückrufen, erklärt sich von selbst, wir können die Bestie zurückrufen. Die harte Tour nimmt mehr Schaden, Ekstase steigt schneller. Und die sanfte Tour nimmt weniger Schaden, Ekstase steigt nicht. Das ist jetzt dieser kleine treibende Punkt. Bitte beachtet, die Ekstase steigt nicht. Das bedeutet, dass sie gar nicht steigt. Nicht, dass sie ein bisschen steigt, sondern dass sie gar nicht steigt. Das bringt euch dann was, wenn der Gegner einen riesigen fetten Angriff ansagt und sagt, ja, in der nächsten Runde, da mache ich das, ja, da mache ich das. Dann macht ihr sanfte Tour. Allerdings bedenkt halt, eure Ekstase wird sich da nicht füllen. So, machen wir weiter mit der Schallschwinge. Was es noch vielleicht zu Bestias zu sagen gibt, sie sind immun gegen die meisten Statusveränderungen, wie zum Beispiel Gift oder Blind. Ist auch ein kleiner Vorteil von Bestias. Es gibt, was ich weiß, nur eine einzige Statusveränderung, gegen die Bestias nicht immun sind. Aber zu dieser Statusveränderung kommen wir erst sehr, sehr viel später. Sehr viel, viel später. Für die, die es interessiert, wie sie heißt, die einzige Statusveränderung, gegen die Bestias anfällig sind, ist die Statusveränderung Fluch. Gegen den Rest sind sie immun. Wunderbar, ein Blindschutz. Ebenfalls für Walker. Was macht Blindschutz? Blindschutz, wie der Name sagt, er schützt uns vor Blind. Bedenken, er schützt nur. Das ist keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir vor Schutz wirklich sicher sind. Das wäre wiederum Blindwahl. Den haben wir aber nicht. Another one of those. No problem. Leave this one to me, yeah? Say good night, Birdie. Die Blindattacke, der Blindhieb von Waka. Bam!
Ja, die schwarze Wolke vor dem Gegner signalisiert und zeigt uns...